Der DAX dürfte mit einem guten Start den Handelstag beginnen und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Ausblick auf eben diese Märkte. Gestern ein Zwischentag, nichts was die Welt nachhaltig bewegt hat. Der DAX nach wie vor irgendwo defensiv, die Amerikaner mit neuen Allzeithochs, das ist das gewohnte Bild. Heute könnte der DAX ein bisschen nachholen, was die Amerikaner schon vorgeliefert haben. Schauen wir uns mal die Asiaten an und da fällt auch der Nikkei stark im Plus. Plus 2%, sogar über 2% in Hongkong geht es 0,4% nach oben, Shanghai praktisch unverändert und leichtes Minus in Australien. In Japan, da stützen Berichte, dass möglicherweise die nächste Mehrwertsteuererhöhung verschoben wird. Das freut die Händler, daher geht es hier nach oben. Schauen wir uns mal die Termine heute an, da ist wieder nichts auf der Agenda. Es ist eine ruhige Woche insgesamt, gestern ja schon nicht wirklich nachhaltig wichtige Daten. Heute setzt sich das Ganze fort. Trotzdem möchte ich Ihnen empfehlen, auf www.finanzmarktwelt.de sich über den Tag, über das Wichtige, über das Interessante zu informieren. Jetzt informieren wir uns über die Charts. Das ist der DAX, so wie er gestern den Handel verlassen hat. 9.334. Es kommen etwa 40 Pünktchen nochmal oben drauf, so die Indikationen. 9.370, 9.375, so dürften wir derzeit in den Handel reinkommen. Also wir werden uns hier nähern dieser 9.440er Marke, die wichtig ist, denn hier muss der DAX drüber, dann kann es mal wirklich auch eine Etage nach oben gehen. Wir sind verhalten optimistisch für den deutschen Leitindex, glauben, dass einfach diese Liquiditätsgeschenke durch die Bank of Japan und vor allem durch die EZB früher oder später auch den DAX nach oben treiben wird. Schauen wir uns mal den S&P Future an. 2036 sind wir hier aktuell und hier, das ist der heutige Dienstag. Wir sehen, es geht ein paar Pünktchen nach oben, das wird eben im DAX reflektiert. Was macht der Euro-Dollar? Der ist aktuell bei 1,2422. Wir haben gestern versucht, die 1,2510er Marke zu überwinden. Das war ein Widerstandsniveau hier, das wir schon ein paar Mal angelaufen hatten. Das ist nicht gelungen und was nicht steigt, das tendiert irgendwann dazu zu fallen und das dürfte dem Euro passieren. Wir haben hier in dieser Zone 1,2340, da liegen die Jahrestiefste. Da sollten wir früher oder später hinlaufen. Erstes Ziel dann, erstes mittelfristige Ziel dann die 1,20er Marke. Abschließend noch ein Blick auf den Dollar-Yen, 115,18. Wir sehen hier diese Kerze nach oben, parallel praktisch zum Nikkei. Wenn die Japaner sich freuen, dann steigt der Nikkei und es fällt der Yen, deswegen steigt Dollar-Yen. So könnte man die Dinge auf den Punkt bringen. Wir sehen also hier Optimismus und wir glauben, dass dieser Optimismus sich heute beim DAX an den Aktienmärkten erstmal fortsetzen wird. Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis dann. Ciao.